Jetzt kommt natürlich der andere Partner, der die Kohle mitbringen muss, denn einer muss es ja mal bezahlen. Und der hat den dicken Geldsack jetzt dabei, Johannes Wolf, der das sozusagen aus seiner Sicht schildert und auch nochmal vielleicht die Sicht der Patientinnen und Patienten damit einbringt. Herr Wolf, wir freuen uns, dass Sie da sind. Bitte schön. Lieber Herr Zuheide, vielen Dank. Immer dieselbe Anmoderation für mich in letzter Zeit. Ich freue mich, hier wieder bei Ihnen zu sein. Also an diesem schönen Tag, wie Herr Malek gesagt hat, das sehe ich auch so. Frau Andres hat mir gerade zugeflüstert, das ist ja wie bei den Oscars hier, alle bedanken sich beieinander. Also geht mir auch so, mache ich direkt am Anfang. Vielen Dank für die konstruktiven Vertragsverhandlungen und das schöne Ergebnis. Und jetzt steige ich mal ein und mache es wie Herr Bussmann und sage Ihnen auch nicht in 10 Minuten genau, wie dieser Vertrag aussieht, sondern ordne Ihnen das einmal ein, wie das aus unserer Sicht das Modellvorhaben sich gestaltet. Das ist in mehrfacher Hinsicht besonders. Zum einen haben wir eine ganz, ganz neue Vertragsstruktur. Herr Bussmann hat es angesprochen. Wir verhandeln eigentlich direkt mit den Unikliniken und in Stellvertretung jetzt mit dem VUD diesen Vertrag. Das ist etwas, das es in den Verhandlungen ein bisschen leichter gemacht hat, weil man doch mit einem homogeneren Kreis an Verhandlungspartnern zu tun hat, als wir es sonst so hatten. Wir haben eine ganz neue Versorgungsform, die wir diskutieren. Die Ganzgenomsequenzierung, die Genomsequenzierung für die onkologischen und die seltenen Erkrankungen in die Regelversorgung zu überführen. Er streift auch den Punkt, den der Minister ansprach, also in einem einheitlichen Rahmen mit einer Verbindlichkeit für alle gesetzlichen Krankenkassen. Und ich lasse schon mal durchblitzen, wahrscheinlich auch für die ganz, ganz überwiegende Zahl der PKV-Unternehmen. Und das, was die Kolleginnen vom BfArM Ihnen nachher noch erzählen, in einer ganz neuen Datenstruktur. Und das ist natürlich in einer Zeit, wo alles immer wilder wird, aufeinander einstürzt jetzt in den Reformen, kein ganz einfaches Unterfangen. Zumal wir uns in dem Spannungsfeld bewegen, klang auch schon an zwischen dem Versorgungsthema und dem Forschungsthema. Und nur weil man sich wünscht, dass Forschung jetzt demnächst Versorgung ist, ist es ja oft noch nicht so. Das heißt also, in dem Spannungsfeld haben wir uns in dem Vertrag auch bewegt. Und der Paragraph selber ist auch für unsere Verhältnisse, die ja Komplexität gewohnt sind, ziemlich ineinander geschachtelt, hat 15 Absätze, die beschreiben, was zu tun ist. Also selbst für uns im Krankenhausbereich ein aufwendiger Paragraph mit vielen Beteiligten, die dann einmal den Paragraphen in Vertrag umsetzen sollen, die Verordnung, die dazu aus dem BMG noch kommt, die Dateninfrastruktur, die neu geschaffen wird, die Evaluation, die jetzt ja noch ansteht, die wir europaweit ausschreiben werden, die das Projekt begleitet. Und dann mit den vielen Beteiligten, die Sie hier in den Waben sehen. Die entscheidende Botschaft auf der Folie, auch wenn ich die schon einmal korrigieren musste, ist, dass der Vertrag jetzt wahrscheinlich im Laufe des Juli soweit ist. Wir warten auf den Bundesrat und dann auf die Genehmigung, aber da stehen die Ampeln mutmaßlich auf grün, sodass wir direkt im Anschluss die Verträge verschicken werden, die Sie dann zeichnen können und dann geht es auch los. Warum ist das für uns so besonders? Was hat das für Vorteile? Einmal in der Versorgung, den Teil, den wir in der Session eben auch schon angesprochen haben. Wir sehen ein enormes Potenzial in dem Thema. Bisher zugegebenermaßen auch nur Potenzial, aber sozusagen mit dem Vertrauen in das Thema, das Sie ja hier auch ausstrahlen, dass man auch zu der Evidenz gelangen wird. Wir schließen Versorgungslücken, dadurch, dass wir das sozusagen über die gesamte Universitätsmedizin ausrollen und wir haben diesen Evidenztest zur Übernahme in die Regelversorgung mit der Evaluation. Für uns als GKV-Spitzenverband und für die gesetzlichen Krankenkassen ist das Modellvorhaben auch deshalb spannend, weil wir direkt bestimmen, wie Versorgung aussieht. Das ist etwas aus der Mode gekommen, dass diejenigen, die damit beteiligt sind in der Versorgung und auch über Vergütung direkt darüber verhandeln. Aber das ist etwas, wo wir direkt Versorgung mit organisieren und auch den Beweis antreten müssen, dass es funktioniert. Ja, die Punkte aus dem Vertrag, auf die ich eingehen möchte. Das eine ist, wir haben die Teilnehmer begrenzt. Das klingt immer erstmal negativ, Teilnehmer zu begrenzen. Aber das war Thema aus den vorigen Symposien. Es sind am Ende auch die, die es können. So, wir haben von allen, die sequenzieren, auf die Zentren, die der GBA definiert hat, beschränkt auf die tatsächlich dann auch aus diesem Kreis noch geeigneten, mit Forschungsschwerpunkt geeigneten Krankenhäuser und haben damit sozusagen Könner am Start. Dann haben wir gemeinsam eine Ausgabenobergrenze vereinbart, also nachher, also sozusagen als Gegenseitigkeitsgeschäft, haben wir gesagt, okay, wir wollen die Sicherheit haben, dass das nicht völlig aus dem Ruder läuft. Gleichzeitig müssen wir aber auch wissen, sozusagen, dass das Könner sind und dass es bei den Indikationen am Ende auch eine Auswahl gibt, die auf geeignete, auch versorgungsrelevanten Patientennutzen hinauslaufen.
Ja, und wir haben die Sequenzierungsarten definiert, haben uns relativ lange aufgehalten zu beschreiben, welche Sequenzierungsart in welchem Jahr eigentlich in welchen Anteilen noch gemacht werden darf, aber mit dem Ziel, uns wegzubewegen von den einfacheren Sequenzierungsarten hin zu der Ganzgenomsequenzierung. Und der Gerhard Schilling hat vorhin schon das richtige Stichwort gegeben, also die Regularien außerhalb, also das ganze Thema Off-Label-Use, ne? Also der Teil des Eisbergs unter Wasser, das, was nachher als Behandlungsempfehlung folgt, da haben wir gesagt, den Ärger ziehen wir uns nicht mit in das Modellvorhaben rein, da lassen wir alles, wie es ist. Ja, welche Vorteile hat die Universitätsmedizin? Also Ausgabenobergrenze würde ich, sage ich mal, in den Zeiten, Klammer, Kassen bei den Summen, um die es hier geht, auch noch als Vorteil für die Universitätsmedizin buchen. Aber, jetzt kommt das große Aber und die, eine der Kernbotschaften, ungezieltes Sequenzieren, einfach das Budget leer machen, führt am Ende nicht dazu, dass dieses Modellvorhaben ein Erfolg wird. Also Sie müssen diese Patienten dann auch so auswählen, dass es für die Versorgung einen belegbaren Nutzen am Ende des Tages gibt. Das heißt also, da haben wir Ihnen ein bisschen gemeinerweise retourniert, zu zeigen, dass das, was Sie glauben, am Ende auch Wirklichkeit wird. Wir haben deswegen auch keine starren Indikationslisten vorgegeben. Also man hätte dieses Projekt am ersten Tag schon kaputt machen können, indem man gesagt hat, zeige mir bitte den Mehrwert in der Onkologie, den Nutzennachweis für die onkologische Ganzgenomsequenzierung. Den gibt es nicht und ich habe mir jetzt hier extra auf den Zettel noch notiert, falls Ihnen das zu hart ist. Der Herr Professor Fröhling hat gesagt, Sie können auch sagen, sich zunehmend abzeichnenden Nutzen. Also das ist sozusagen noch etwas vage, was da sozusagen an konkreten Ergebnissen kommt. Aber das müssen Sie jetzt nachliefern, dann wird es am Ende des Tages auch ein Erfolg. Ja, diese Evaluation ist auch schon ausgearbeitet, wird ausgeschrieben, dann in nächster Zeit, fußt natürlich auf dem, was an Daten dann aufläuft. Und ich bin schon sehr gespannt, wie sich das am Ende in den Ergebnissen zeigt. Die zu meldenden Daten, da gebe ich den Dank gerne auch zurück an Herrn Professor Malek, haben wir ja gemeinsam noch für die Verordnung diskutiert und jetzt auch festgelegt. Auf der Grundlage wird am Ende auch der Forscher tätig. Ja, jetzt die Folie, auf die Sie alle warten und die Bescheide gehen Ihnen dann auch in nächster Zeit alle endgültig zu. Wir haben ja schon ein paar Teilnehmer in dem Modellvorhaben und es werden jetzt noch mehr. Sie sehen hier, wie die Anträge sich auf die beiden Bereiche seltene Erkrankung, onkologische Erkrankung verteilen, sodass wir am Ende des Tages wahrscheinlich 24 Häuser haben, die eine Zulassung erhalten. Also auch in dem Sinne dessen, was gesagt worden ist, auch nicht jede Uniklinik ist in jedem Bereich am Ende Teilnehmer in dem Modellvorhaben. Ja, und zum Schluss noch die Botschaft, ein bisschen Wasser in den Wein. Also Versorgung muss auch bezahlbar bleiben. Also wir kratzen an den 100 Milliarden Euro Ausgaben für Krankenhausbehandlung. Der Minister hat so schön gesagt, er will hier nicht zum KVVG ausführen, aber bis 2027 summieren sich da 5 Milliarden Euro Mehrkosten für die GKV. Der Bundeshaushalt ist im Moment die heilige Kuh. Das heißt, das sind alles Dinge, die irgendwie auf die Sozialkassen mehr oder weniger überwälzt werden, sodass das Thema hier auch eins bleiben wird unter dem Aspekt Bezahlbarkeit. So, und der Vertrauensvorschuss, den wir jetzt gegeben haben, der, wenn man aus der Deckung kommt, kann es ja manchmal sein, dass man einen auf die Nase kriegt. Ja? Aber so eine Hit-and-Run-Strategie wird sich hier nicht lohnen, weil am Ende dieser 5 Jahre wirklich genau geguckt wird, was hat es am Ende für die Versicherten gebracht. Vielen Dank, freue ich mich auf die Diskussion mit Ihnen. Jetzt will ich das durchaus noch mal zuspitzen. Das heißt, in der Tat, Sie erwarten klare Ergebnisse auch im Sinne dessen, was ich vorhin auch schon mal gesagt habe, was kommt für uns als mögliche Patienten dabei rum? Ja. Also la pola ist das nicht. Nein, der einzige Sinn und Zweck, der einzige Erkenntnisinteresse, das wir ja haben, ist, hat das einen patientenrelevanten Nutzen? Das ist der Grund, warum man das Ganze in die Regelversorgung am Ende des Tages übernehmen sollte. Und da ist die Beweislage noch etwas dünn. Wir hatten ja auch die Diskussion zum Thema Diagnose. Also da könnten wir der Sache sogar noch einen patientenrelevanten Nutzen abgewinnen. Um das Thema von vorhin aufzugreifen, in der Onkologie muss der Beweis noch umfänglicher angetreten werden. Und dann wird das etwas sein, wo wir uns vom ersten Tag an mit bemüht haben, eine Datengrundlage zu schaffen, um eine Evaluation durchführen zu können, die uns auch am Ende dieser 5,5 Jahre in die Lage versetzt, dem BMG genau das zu bringen, was wir gesetzlich machen sollen, einen Vorschlag zur Übernahme in die Regelversorgung. Und deswegen ist das sozusagen Teil jeder Ausführung, die wir machen, das immer ins Auditorium zurückzuspielen und zu sagen, wählen Sie die Patienten bitte so gut, dass das auch einen Nutzennachweis für die Patienten erbringt.
Deswegen war ich zum Beispiel bei dem Erklärfilm etwas skeptisch, wenn der sich an die Patienten wendet. So, weil Sie als Ärzteschaft natürlich im Moment viel, viel mehr in der Verantwortung sind, die richtige Auswahl zu treffen, als irgendwie mit Anspruchsdurchsetzungsverhalten mit den Patienten zu diskutieren. Aber das ist was, da sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg. Und Herr Bussmann hat das richtige Stichwort gegeben. Wer denn diesen Vertrag ja auch nachschärfen? Also sollte sich viel früher zeigen, da gibt es Nutzen in der Versorgung, dann schreiben wir das auch gerne konkret da rein, dass für die Indikation das Ganze so gegeben ist. Danke fürs Erste. Ganz herzlichen Dank. So.